Kapitel 6. Dieses Mal wurden wir nicht gestört, weder durch einen Zeitsprung noch durch einen frechen Wasserspeerdämon. Während Halleluja lief, blieb der Kuss ganz sanft und vorsichtig. Aber dann vergrub Gideon beide Hände in meinen Haaren und zog mich fest an sich. Das war kein sanfter Kuss mehr. Und meine Reaktion darauf überraschte mich selber. Mein Körper fühlte sich plötzlich ganz weich und leicht an. Und ich schlang von ganz alleine die Arme um Gideons Hals. Ich hatte keine Ahnung wie, aber irgendwann in den nächsten Minuten und ohne aufzuhören und zu küssen, landeten wir auf dem grünen Sofa und dort küssten wir uns weiter. So lange, bis Gideon sich sehr abrupt aufsetzte und auf seine Uhr sah. Wie gesagt, wirklich schade, dass ich dich nicht mehr küssen darf, sagte er etwas atemlos. Seine Pupillen waren riesig und seine Wangen eindeutig gerötet. Ich fragte mich, wie ich erst aussehen musste. Da ich vorübergehend zu einer Art menschlicher Pudding mutiert war, war ich nicht in der Lage, mich aus meiner halb liegenden Position zu befreien. Und ich musste mit Entsetzen feststellen, dass ich keine Ahnung hatte, wie viel Zeit seit Halleluja vergangen war. 10 Minuten? Eine halbe Stunde? Alles war möglich. Gideon schaute mich an und ich glaubte so etwas wie Fassungslosigkeit in seinem Blick zu erkennen. Wir sollten unsere Sachen zusammenpacken, sagte er schließlich. Und du solltest dringend etwas mit deinen Haaren machen. Sie sehen aus, als hätte irgendein Idiot mit beiden Händen darin herumgewühlt und dich dann auf ein Sofa geworfen. Wer immer gleich auf uns wartet, wird eins und eins zusammenzählen können. Oh Gott, schau mich nicht so an. Wie denn? Als ob du dich nicht mehr bewegen könntest. Aber genau so ist es, sagte ich ernst. Ich bin ein Pudding. Du hast mich in einen Pudding verwandelt. Ein kurzes Lächeln erhellte Gideons Gesicht. Dann sprang er auf seine Füße und begann, meine Schulsachen in die Tasche zu packen. Komm schon, kleiner Pudding, steh auf. Hast du einen Kamm oder eine Bürste dabei? Irgendwo da drin, sagte ich matt. Gideon hielt das Sonnenbrillenetui von Leslies Mutter in die Höhe. Da drin? Nein, rief ich aus und vor lauter Schreck hatte mein Dasein als Pudding ein Ende. Ich sprang auf, riss Gideon das Etui mit dem japanischen Gemüsemesser aus der Hand und warf es zurück in die Tasche. Falls Gideon sich wunderte, ließ er es sich nicht anmerken. Er stellte den Stuhl zurück auf seinen Platz an der Wand und blickte erneut auf seine Uhr, während ich meine Haarbürste herausnahm. »Wie viel Zeit haben wir noch?« 2 Minuten, sagte Gideon und schob den iPod vom Boden auf. Keine Ahnung, wie er dorthin gekommen war oder wann. Ich bürstete mir hastig durch die Haare. Gideon beobachtete mich mit ernstem Blick. »Gwendolyn?« »Hm?« Ich ließ die Haarbürste sinken und erwiderte seinen Blick so ruhig ich konnte. »Oh mein Gott!« Er sah so unglaublich gut aus und ein Teil von meinem Körper wollte sich wieder in einen Pudding verwandeln. Hast du? Ich wartete. Was? Ach, nichts. In meinem Magen machte sich das altbekannte Schwindelgefühl breit. Ich glaube, es geht gleich los, sagte ich. Nimm die Tasche fest in die Hand, du darfst auf keinen Fall loslassen. Und komm ein Stück hier rüber, sonst landest du auf dem Tisch. Noch während ich ging, verschwamm alles vor meinen Augen und nur Bruchteile einer Sekunde später landete ich sanft auf meinen Füßen, direkt vor den weit aufgerissenen Augen von Mr. Marley. Xemerios freche Fratze blickte ihm über die Schulter. »Na endlich«, sagte Xemerios. »Ich muss dem Rothaarigen schon seit über einer Viertelstunde bei seinen Selbstgesprächen zuhören.« »Sind Sie wohl auf, Miss?« stotterte Mr. Marley, während er einen Schritt zurücktrat. »Ja, ist sie«, sagte Gideon, der hinter mir gelandet war, und warf mir einen prüfenden Blick zu. Als ich ihn anlächelte, schaute er schnell zur Seite. Mr. Marley räusperte sich. »Ich soll ihn ausrichten, dass sie im Drachensaal erwartet werden, Sir. Der Innen... Nummer 7 ist eingetroffen und wünscht ein Gespräch mit Ihnen. Wenn Sie erlauben, bringe ich die Miss zu Ihrem Wagen.« »Die Miss hat überhaupt keinen Wagen«, sagte Xemerius.
Die hat nicht mal den Führerschein, du Pfeife. Das ist nicht nötig. Ich nehme sie mit hoch. Gideon griff nach der schwarzen Augenbinde. Muss das denn wirklich sein? Ja, das muss es. Gideon knotete den Schal auf meinem Hinterkopf zusammen. Er verarbeitete dabei auch ein paar meiner Haare und das siebte, aber ich wollte nicht jammern. Also biss ich mir auf die Lippe. Wenn du den Aufenthaltsort des Chronographen nicht kennst, kannst du ihn nicht verraten. Und niemand kann uns überraschenderweise auflauern, wenn wir, wann auch immer, in besagtem Raum landen. Aber dieser Keller gehört den Wächtern und die Ein- und Ausgänge sind doch zu allen Zeiten bewacht, sagte ich. Erstens gibt es noch mehr Wege in dieses Gewölbe als durch die Gebäude im Tempel und zweitens kann man nicht ausschließen, dass jemand aus den eigenen Reihen Interesse an einem überraschenden Treffen hätte. Traue niemandem, nicht mal deinem eigenen Gefühl, murmelte ich. Lauter misstrauische Menschen hier. Gideon legte eine Hand um meine Taille und schob mich vorwärts. Genau. Ich hörte Mr. Morley auf Wiedersehen sagen. Dann fiel die Tür hinter uns ins Schloss. Stumm gingen wir nebeneinander her. Dabei gab es eine Menge Dinge, über die ich gern geredet hätte. Ich wusste nur nicht, wo ich anfangen sollte. Mein Gefühl sagt mir, dass ihr wieder rumgeknutscht habt, bemerkte Ximerius. Das Gefühl und mein Scharfblick. Unsinn, erwiderte ich und hörte Ximerius ein kickerndes Gelächter ausbrechen. Glaub mir, ich bin seit dem 11. Jahrhundert auf dieser Welt. Und ich weiß, wie ein Mädchen aussieht, das aus einem Heuhaufen kommt. Heuhaufen? Wiederholte ich empört. Sprichst du mit mir? Fragte Gideon. Mit wem sonst? Sagte ich. Wie spät ist es eigentlich? Apropos Heu, ich habe einen Bärenhunger. Gleich 7:30. Gideon ließ mich unvermittelt los. Eine Reihe von elektronischen Pieptönen war zu hören. Dann rammte ich mit meiner Schulter eine Mauer. Hey! Ximerius brach erneut ein Gelächter aus. Das nenne ich mal einen echten Kavalier. Entschuldige, das scheiß Handy hat hier unten keinen Empfang. 34 Anrufe in Abwesenheit. Na super, das kann nur... Oh Gott, meine Mutter! Gideon seufzte schwer. Sie hat 11-mal auf die Mailbox gesprochen. Ich tastete mich an der Mauer entlang vorwärts. Entweder du nimmst mir die blöde Augenbinde ab oder du führst mich. Schon gut. Da war wieder seine Hand. Ich weiß nicht, was ich von den Typen halten soll, die ihre Freundin die Augen zubinden, damit sie in Ruhe ihr Handy checken können, sagte Ximerius. Das wusste ich allerdings auch nicht. Ist was Schlimmes passiert? Wieder ein Seufzer. Das nehme ich an. Wir telefonieren sonst nicht so oft miteinander. Immer noch kein Empfang. Achtung, Stufe, warnte Ximerius. Vielleicht ist jemand krank, sagte ich. Oder du hast was Wichtiges vergessen. Meine Mom hat mir neulich auch x-mal auf die Mailbox gesprochen, um mich daran zu erinnern, meinem Onkel Harry zum Geburtstag zu gratulieren. Huch! Wenn Ximerius keinen Warnruf ausgestoßen hätte, hätte ich mir den Treppengeländerknauf in den Bauch gerammt. Gideon bemerkte es noch nicht mal. Ich tastete mich selber, so gut es ging, die Wendeltreppe hinauf. Nein, das ist es nicht. Ich vergesse niemals einen Geburtstag. Er klang gehetzt. Es muss etwas mit Raphael sein. Deinem kleinen Bruder? Andauernd macht er gefährliche Sachen, fährt ohne Führerschein Auto, stürzt sich von Klippen und klettert ohne Sicherung in den Bergen rum. Keine Ahnung, wem er damit was beweisen will. Letztes Jahr hat er sich beim Paragliding verletzt und lag 3 Wochen mit einem Schädel-Hirn-Trauma im Krankenhaus. Man soll doch denken, dass er daraus gelernt hätte. Aber nein, zum Geburtstag hat er sich von Monsieur ein Speedboot schenken lassen. Und der Idiot ließ ihm natürlich jeden Wunsch von den Augen ab. Oben angelangt beschleunigt Gideon seine Schritte und ich geriet mehrmals ins Stolpern. Ah, endlich, hier geht's. Offensichtlich hörte er nun im Gehen seine Mailbox ab.
Leider konnte ich nichts verstehen. Oh, Scheiße, hörte ich ihn nur mehrmals murmeln. Er hatte mich wieder losgelassen und ich stapperte blind vorwärts. Wenn du nicht gegen eine Wand laufen willst, solltest du jetzt links abbiegen, informierte mich Ximerius. Oh, jetzt ist ihm wohl auch eingefallen, dass du kein eingebautes Radarsystem besitzt. Okay, murmelte Gideon. Seine Hände berührten kurz mein Gesicht, dann den Hinterkopf. Gwendolyn, tut mir leid. Sorge klang aus seiner Stimme, aber ich vermutete stark, dass sie nicht mir galt. Findest du von hier aus allein zurück? Er knotete den Schal auf und ich blinzelte ins Licht. Wir standen vor Madame Rosinis Atelier. Gideon streichelte flüchtig meine Wange und lächelte schief. Du kennst den Weg, ja? Dein Wagen wartet. Wir sehen uns dann morgen. Und ehe ich antworten konnte, hatte er sich schon abgewandt. Und weg ist er, sagte Ximerius. Nicht die feine Art eigentlich. Was ist denn passiert? Rief ich hinter Gideon her. Mein Bruder ist von zu Hause abgehauen, antwortete er, ohne sich umzudrehen oder langsamer zu werden. Und dreimal darfst du raten, wohin er unterwegs ist. Aber er war um die nächste Ecke verschwunden, ehe ich auch nur einmal raten konnte. Ich tippe dann mal nicht auf die Fidschis, murmelte ich. Ich denke, du wärst besser nicht mit ihm ins Heu gegangen, sagte Ximerius. Jetzt denkt er, du bist leicht zu haben und gibt sich keine Mühe mehr. Halt die Klappe, Ximerius. Das Gerede von Heu macht mich ganz nervös. Wir haben uns nur ein bisschen geküsst. Kein Grund, sich in eine Tomate zu verwandeln, Schätzchen. Ich fasste mir an die glühenden Wangen und ärgerte mich. Los, lass uns gehen, ich habe Hunger. Heute Abend habe ich wenigstens eine Chance, noch etwas vom Abendessen zu bekommen. Und vielleicht erhaschen wir auf dem Weg noch einen Blick auf diese geheimnisvollen Männer vom inneren Kreis. Bloß nicht. Ich habe sie den ganzen Nachmittag belauscht, sagte Ximerius. Oh gut, erzähl. Langweilig. Ich dachte, die würden Blut aus Totenköpfen trinken und sich geheimnisvolle Runen auf die Arme pinseln. Aber nee, nur geredet haben sie, in Anzug und Schlips. Und worüber genau? Mal sehen, ob ich das noch zusammenkriege. Er räusperte sich. Es ging im Wesentlichen um die Frage, ob man die goldenen Regeln brechen dürfte, um schwarzer Turmalin und Saphir zu überlisten. Super Idee, meinten die einen. Nee, auf keinen Fall die anderen. Dann die einen wieder, doch, sonst wird das nie was mit der Rettung der Welt. Ihr Feiglinge. Darauf die anderen, nee, aber das ist böse. Außerdem gefährlich wegen Kontinuum und Moral. Die einen dann, ja, aber scheißegal, wenn dadurch die Welt gerettet wird. Dann salbungsvolles Geschwafel von beiden Seiten. Ich glaube, dabei bin ich eingeschlafen. Anschließend waren sie sich aber wieder alle einig, dass der Diamant leider dazu neigt, eigenmächtig zu handeln, während der Rubin ein kleiner Volltrottel zu sein scheint und der nicht für die Zeitreisemissionen Operation Opal und Operation Jade in Frage kommt, weil einfach zu dämlich. Kannst du mir soweit folgen? Natürlich habe ich dich verteidigt, aber sie haben nicht auf mich gehört, sagte Ximerius. Die Rede war davon, dass man dich von allen Informationen so weit wie möglich fernhalten solle, dass du in deiner durch mangelnde Erziehung bedingten Naivität und deiner Unwissenheit bereits jetzt ein Sicherheitsrisiko bist und außerdem die Indiskretion in Person. Deine Freundin Leslie, jedenfalls, wollen sie auch im Auge behalten. Oh, Scheiße. Die gute Nachricht ist, dass sie die Schuld an deiner Unfähigkeit ganz und gar deiner Mutter in die Schuhe schieben. Weiber sind überhaupt immer an allem schuld. Da waren sie sich einig, die Herren Geheimniskrämer. Und dann ging es nochmal um lauter Beweise. Schneiderrechnungen, Briefe, gesunder Menschenverstand. Und nach einigem Hin und Her stimmten alle darin überein, dass Paul und Lucy mit dem Chronographen ins Jahr 1912 gesprungen seien, wo sie jetzt lebten. Wobei das Wort jetzt in diesem Fall nicht wirklich passt.
Ximerius kratzte sich am Kopf. Egal, da verstecken sich die beiden jedenfalls. Da sind sich alle ganz sicher. Und bei der nächsten Gelegenheit soll dein wunderbarer, starker Held sie aufspüren, ihnen Blut abzapfen und den Chronographen wieder abnehmen, wo er schon mal dabei ist. Und dann ging es wieder von vorne los. Bla bla bla, goldene Regeln, salbungsvolles Geschwafel. Ist ja interessant, sagte ich. Findest du? Wenn ja, dann liegt es nur an meiner höchst amüsanten Art, den langweiligen Kram zusammenzufassen. Ich öffnete die Tür zum nächsten Korridor und wollte gerade Ximerius antworten, als ich eine Stimme höre. Du bist immer noch genauso arrogant wie früher. Das war meine Mom. Und tatsächlich, als ich um die Ecke bog, sah ich sie. Sie stand vor Fark der Veillet und hatte beide Hände zu Fäusten geballt. Und du noch genauso starrköpfig und uneinsichtig, sagte Fark. Was du dir, warum auch immer, mit deinen Verschleierungsversuchen Gwendolins Geburt betreffend erlaubt hast, hat der Sache erheblich geschadet. Der Sache? Eure Sache war euch schon immer wichtiger als die Menschen, die an dieser Sache beteiligt sind, rief meine Mutter. Ich schloss die Tür so leise wie möglich und ging langsam weiter. Ximerius hangelte sich an der Wand entlang. Boah, die sieht aber wütend aus. Das stimmte. Die Augen meiner Mom glitzerten, ihre Wangen waren gerötet und ihre Stimme war ungewöhnlich hoch. Wir hatten uns darauf geeinigt, dass Gwendolin da rausgehalten wird, dass sie nicht in Gefahr gebracht wird. Und jetzt wollt ihr sie dem Grafen direkt auf einem Tablett servieren? Sie ist doch vollkommen hilflos. Und daran bist du allein schuld, sagte Fogg de Villiers. Mom biss sich auf ihre Lippe. Als Großmeister dieser Loge hast du die Verantwortung. Hättest du von Anfang an mit offenen Karten gespielt, wäre Gwendolin jetzt nicht unvorbereitet. Nur damit du es weißt, mit deiner Geschichte, von wegen du wolltest deiner Tochter eine unbeschwerte Kindheit verschaffen, konntest du vielleicht Mr. George täuschen, aber nicht mich. Ich bin nach wie vor sehr gespannt auf das, was uns diese Hebamme erzählen kann. Ihr habt sie noch nicht gefunden? Meine Mom klang nicht mehr ganz so schrill. Es ist nur eine Frage von Tagen, Grace. Wir haben unsere Leute überall. Jetzt bemerkte er meine Gegenwart und der kalte, zornige Ausdruck auf seinem Gesicht verschwand. Warum bist du allein, Gwendolin? Liebling. Meine Mom stürzte auf mich zu, umarmte mich. Ich dachte, ehe es wieder so spät wird wie gestern, hole ich dich lieber ab. Und nutzt die Gelegenheit, mich mit Vorwürfen zu überhäufen, ergänzte Fogg mit einem kleinen Lachen. Warum ist Mr. Morley nicht bei dir, Gwendolin? Das letzte Stück durfte ich allein gehen, sagte ich ausweichend. Worüber habt ihr euch gestritten? Deine Mommy denkt, deine Ausflüge ins 18. Jahrhundert seien zu gefährlich, sagte Fogg. Ja, das konnte ich ihr nicht verübeln. Und dabei kannte sie nicht mal einen Bruchteil der Gefahren. Von den Männern, die uns im Hyde Park angegriffen hatten, hatte ihr niemand etwas erzählt. Ich jedenfalls hätte mir eher die Zunge abgebissen. Von Lady Tilney und den Pistolen konnte sie auch nichts wissen. Und dass der Graf von Saint-Germain mich auf sehr gruselige Weise bedroht hat, das hatte ich bisher nur Leslie anvertraut. Ah, und meinem Grandpa natürlich. Ich sah Fogg prüfend an. Das mit dem Fächerwedeln und dem Menuett-Tanzen kriege ich schon hin, sagte ich leichthin. Das ist nicht wirklich riskant, Mom. Die einzige Gefahr besteht darin, dass ich den Fächer auf Charlottes Kopf zu Kleinholz haue. Da hörst du's, Grace, sagte Fogg und zwinkerte mir zu. Wem willst du hier etwas vormachen, Fogg? Meine Mom schleuderte einen letzten finsteren Blick auf ihn. Dann nahm sie meinen Arm und zog mich fort. Komm, die anderen warten mit dem Essen auf uns. Bis morgen, Gwendolin, rief Fogg hinter uns her. Und, bis irgendwann mal, Grace. Wiedersehen, murmelte ich. Mom murmelte auch, allerdings etwas Unverständliches.
Also, wenn du mich fragst, Heuhaufen, sagte Semerius. Mich können Sie mit Ihrem Gedanke nicht täuschen. Ich erkenne Heuhaufenbekanntschaften, wenn ich sie sehe. Ich seufzte. Mom seufzte ebenfalls und zog mich enger an sich, während wir die letzten Meter bis zum Ausgang hinter uns brachten. Ich machte mich erst ein bisschen steif, aber dann legte ich meinen Kopf auf ihre Schulter. Du solltest dich meinetwegen nicht mit Fork streiten. Du machst dir zu viele Sorgen, Mom. Das sagst du so leichthin. Es ist kein schönes Gefühl, wenn man denkt, alles falsch gemacht zu haben. Ich merke doch, dass du wütend auf mich bist. Wieder seufzte sie. Und das irgendwie auch zu Recht. Ich hab dich aber trotzdem lieb, sagte ich. Mom kämpfte mit den Tränen. Und ich liebe dich mehr, als du dir vorstellen kannst, murmelte sie. Wir hatten die Gasse vor der Maus erreicht und sie sah sich um, als fürchtete sie, dass uns jemand im Dunkeln auflauern könnte. Ich würde alles dafür geben, eine ganz normale Familie mit einem ganz normalen Leben zu haben. Was ist denn schon normal? Sagte ich. Wir jedenfalls nicht. Alles eine Frage der Einstellung. Also, wie war dein Tag? Erkundigte ich mich ironisch. Oh, das Übliche, sagte Mom mit einem schwachen Grinsen. Erst ein kleiner Streit mit meiner Mutter, dann ein größerer Streit mit meiner Schwester, auf der Arbeit ein bisschen Streit mit meinem Chef und schließlich noch Streit mit meinem Ex-Freund, der zufälligerweise der Großmeister einer unheimlichen geheimen Geheimloge ist. Hab ich es nicht gesagt? Semerius jubelte fast. Heu, hau, fen. Siehst du, ganz normal, Mom. Mom lächelte immerhin. Und wie war dein Tag, lieblich? Auch keine besonderen Vorkommnisse. In der Schule Stress mit dem Einhörnchen, danach ein bisschen Tanz- und Anstandsunterricht bei dieser obskuren Geheimloge, die sich mit Zeitreisen beschäftigt. Dann, bevor ich die liebenswerte Cousine erwürgen konnte, ein kleiner Ausflug ins Jahr 1953, um in Ruhe meine Hausaufgaben zu erledigen, um morgen wiederum weniger Stress mit besagtem Eichhörnchen zu haben. Klingt ziemlich entspannt. Moms Absätze klapperten über das Pflaster. Sie sah sich wieder um. Ich glaube nicht, dass uns jemand folgt, beruhigte ich sie. Sie haben alle genug zu tun. Das Haus wimmelt nur so von unheimlich geheimen Leuten. Der innere Kreis tritt zusammen. Das passiert nicht oft. Das letzte Mal sind sie zusammengekommen, als Lucy und Paul den Chronographen gestohlen haben. Sie sind über die ganze Welt verstreut. Mom, meinst du nicht, es wäre an der Zeit, mir zu sagen, was du weißt? Es nutzt niemanden, dass ich immer nur im Dunkeln herumtappen muss. Im wahrsten Sinne des Wortes, sagte Ximerius. Mom blieb stehen. Du überschätzt mich. Das bisschen Wissen, das ich habe, würde dir gar nichts nutzen. Vermutlich würde es dich nur noch mehr verwirren. Oder noch schlimmer, dich zusätzlich in Gefahr bringen. Ich schüttelte den Kopf. So schnell wollte ich nicht aufgeben. Wer oder was ist der grüne Reiter? Und warum wollen Lucy und Paul nicht, dass der Kreis sich schließt? Oder wollen sie es am Ende doch, nur weil sie das Geheimnis für sich nutzen wollen? Mom rieb sich über ihre Schläfen. Von einem grünen Reiter höre ich heute zum ersten Mal. Und was Lucy und Paul angeht, ich bin sicher, dass ihre Motive nicht egoistischer Natur waren. Du hast den Grafen von Saint-Germain kennengelernt. Er verfügt über Mittel. Sie verstummte wieder. Ach, Liebling, nichts von dem, was ich dir sagen könnte, würde dir helfen. Glaub mir. Bitte, Mom. Es ist schlimm genug, dass diese Männer so geheimnisvoll tun und mir nicht vertrauen, aber du bist meine Mutter. Ja, sagte sie, und wieder schossen ihr Tränen in die Augen. Das bin ich. Aber offensichtlich zog das Argument trotzdem nicht. Komm, das Taxi wartet schon seit einer halben Stunde. Es wird mich vermutlich ein halbes Monatsgehalt kosten. Ich folgte mit ihr mit einem Seufzer die Straße hinunter. Wir könnten mit der U-Bahn fahren. Nein, du brauchst schleunigst was Warmes zu essen.
Außerdem vermissen deine Geschwister dich fürchterlich. Noch ein Abendessen ohne dich würden sie nicht aushalten. Überraschenderweise wurde es ein friedlicher, gemütlicher Abend, denn meine Großmutter war mit Tante Glenda und Charlotte in die Oper gegangen. Tosca, sagte Großtante Maddie vergnügt und schüttelte ihre blonden Löckchen. Sie werden hoffentlich ein wenig geläutert zurückkommen. Sie zwinkerte mir verschmitzt zu. Gut, dass Violet die Karten übrig hatte. Ich schaute fragend in die Runde. Es stellte sich heraus, dass Großtante Maddies Freundin, eine nette alte Dame mit dem wunderbaren Mrs. Violet Purple Plum, die uns immer Schals und Socken zu Weihnachten strickte, eigentlich mit ihrem Sohn und ihrer künftigen Schwiegertochter in die Oper hatte gehen wollen. Aber wie es aussah, würde die zukünftige Schwiegertochter nun die zukünftige Schwiegertochter einer anderen Frau werden. Wie immer, wenn Lady Arista und Tante Glenda außer Haus waren, machte sich bei uns sofort ausgelassene Stimmung breit. Es war ein bisschen wie in der Grundschule, wenn der Lehrer den Klassenraum verließ. Noch während des Essens musste ich aufspringen und meinen Geschwistern, Tante Maddie, Mom und Mr. Bernard zeigen, wie Brusterlippe und Charlotte mir beigebracht hatten, Menuett zu tanzen und einen Fächer zu benutzen. Und Cimmerius soufflierte mir, wenn ich etwas vergaß. So im Nachhinein fand ich es selber eher komisch als tragisch und ich konnte verstehen, dass die anderen sich amüsierten. Nach einer Weile tanzten alle, außer Mr. Bernard, der aber immerhin mit den Fußspitzen im Takt wippte, durch den Raum und sprachen näselnd wie Giordano. Dabei riefen wir ständig durcheinander. Dummes Ding! Schau doch, wie Charlotte das macht! Rechts, nein, rechts ist, wo der Daumen links ist. Und ich kann deine Zähne sehen, das ist unpatriotisch. Nick stellte 23 verschiedene Arten und Weisen vor, sich mit einer Serviette zuzufächeln und dabei dem Gegenüber ohne Wort eine Mitteilung zu machen. Das hier bedeutet, ups, Sie haben einen Hosenstall offen, mein Herr. Und wenn man den Fächer ein wenig senkt und dabei so hinüberschaut, heißt das, ha, ich möchte Sie heiraten. Aber wenn man es andersrum macht, heißt es, ab heute befinden wir uns im Krieg mit Spanien. Ich musste zugeben, Nick verfügte über großartiges schauspielerisches Talent. Caroline warf schließlich beim Tanzen ihr Cancan als Menuett ihre Beine so hoch, dass einer ihrer Schuhe in der Schüssel mit der bayerischen Creme landete, die es zum Nachtisch gab. Dieses Ergebnis dämpfte unseren Übermut ein wenig, bis Mr. Bernard den Schuh herausfischte, auf Carolines Teller legte und todernst sagte, ich freue mich, dass so viel von der Creme übrig geblieben ist. Miss Charlotte und die beiden Damen werden sicher eine Kleinigkeit essen wollen, wenn sie aus der Oper heimkehren. Meine Großtante strahlte ihn an. Sie sind immer so fürsorglich, mein Lieber. Es ist meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass es Ihnen allen gut geht, sagte Mr. Bernard. Das habe ich Ihrem Bruder vor seinem Tod versprochen. Ich schaute die beiden nachdenklich an. Ich frage mich gerade, ob Grandpa Ihnen etwas von einem grünen Reiter erzählt hat, Mr. Bernard. Oder dir, Tante Maddie. Tante Maddie schüttelte den Kopf. Ein grüner Reiter? Was soll das sein? Ich habe keine Ahnung, sagte ich. Ich weiß nur, dass ich ihn finden muss. Wenn ich etwas suche, dann gehe ich meistens in die Bibliothek ihres Großvaters, sagte Mr. Bernard und seine braunen Eulenaugen funkelten hinter der Brille. Dort bin ich noch jedes Mal fündig geworden. Wenn Sie Hilfe benötigen, ich kenne mich gut aus, denn ich bin derjenige, der die Bücher abstaubt. Das ist eine gute Idee, mein Lieber, sagte Großtante Maddie. Immer zu Ihren Diensten, Madame. Mr. Bernard legte noch Holz im Kamin nach, bevor er uns eine gute Nacht wünschte. Cimmerius folgte ihm. Ich will doch unbedingt mal sehen, ob er seine Brille ablegt, wenn er schlafen geht, sagte er. Und ich werde dir berichten, falls er sich aus dem Haus schleicht, um heimlich in einer Heavy-Metal-Band den Bassisten zu mimen. Eigentlich
mussten meine Geschwister unter der Woche immer zeitig ins Bett. Aber heute machte meine Mutter eine Ausnahme. Wir machten es uns satt und müde gelacht vor dem Kamin gemütlich. Caroline kuschelte sich in Moms Arme, Nick kuschelte sich an mich und Großtante Maddie setzte sich in Lady Aristas Ohrensessel, pustete sich eine Locke aus dem Gesicht und betrachtete uns zufrieden. Kannst du uns was von früher erzählen, Tante Maddie? Bud Caroline, als du ein kleines Mädchen warst und deine schreckliche Cousine auf dem Häsel auf dem Land besuchen musstest. Ach, das habt ihr doch schon so oft gehört, sagte Tante Maddie und legte ihre rosa Filzpantoffeln auf das Fußbänkchen. Aber sie ließ sich nicht lange bitten. Alle ihre Geschichten über ihre schreckliche Cousine begannen mit den Worten: Häsel war so ungefähr das eingebildetste Mädchen, das man sich vorstellen kann. Dann sagten wir im Chor: Genau wie Charlotte. Und Großtante Maddie schüttelte den Kopf und sagte: Nein, Häsel war noch viel, viel schlimmer. Sie hob Katzen an ihren Schwänzen in die Höhe und schleuderte sie über ihrem Kopf im Kreis herum. Während ich, das Kinn auf Nicks Haar gelegt, der Geschichte lauschte, in deren Verlauf Tante Maddie als Zehnjährige alle gequälten Katzen Gloucestershires rächte und dafür sorgte, dass Cousine Häsel ein Bad in der Jauchegrube nahm, wanderten meine Gedanken zu Gideon. Wo mochte er gerade sein? Was tat er? Wer war bei ihm? Und dachte er vielleicht auch gerade an mich? Mit diesem seltsamen, warmen Gefühl in der Magengrube? Vermutlich nicht. Ich unterdrückte nur mit Mühe einen tiefen Seufzer, als ich an unseren Abschied vor Madame Rossinis Atelier dachte. Gideon hatte mich nicht mal mehr angesehen, obwohl wir uns ein paar Minuten vorher noch geküsst hatten. Schon wieder. Dabei hatte ich Leslie gestern Abend am Telefon noch geschworen, dass es niemals wieder vorkommen würde. Nicht, solange wir nicht eindeutig geklärt haben, was zwischen uns läuft. Leslie hatte nur gelacht. Komm schon, wem willst du dir was vormachen? Es ist ganz klar, was da zwischen euch läuft. Du bist wahnsinnig in den Kerl verliebt. Aber wie konnte ich in einen Jungen verliebt sein, den ich erst ein paar Tage kannte? Ein Jungen, der sich die meiste Zeit mir gegenüber unmöglich verhielt. Allerdings, in den Augenblicken, wo er das nicht tat, war er einfach, er war so, so unglaublich. Hier bin ich wieder, krähte Ximerius und landete mit Schwung auf dem Esstisch neben der Kerze. Caroline in Moms Schoß zuckte zusammen und starrte in seine Richtungen. Was ist Caroline? Fragte ich leise. Ach, nichts, sagte sie. Ich dachte, ich hätte einen Schatten gesehen. Tatsächlich? Ich sah Ximerius verblüfft an. Der hob nur eine Schulter und grinste. Es ist bald Vollmond. Sensible Menschen können uns da manchmal sehen. Meistens nur aus den Augenwinkeln. Wenn sie dann genauer hinschauen, sind wir gar nicht da. Er hängte sich wieder an den Kronleuchter. Die alte Dame mit den Löckchen sieht und spürt auch mehr, als sie zugibt. Als ich ihr probeweise eine Klaue auf die Schulter gelegt habe, hat sie dorthin gefasst. In deiner Familie wundert mich das nicht. Ich betrachtete Caroline liebevoll, das sensible Kind. Nicht, dass sie am Ende noch Großtante Maddies Gabe der Visionen geerbt hatte. Jetzt kommt meine Lieblingsstelle, sagte Caroline mit leuchtenden Augen und Großtante Maddie erzählte genüsslich, wie die sadistisch veranlagte Häsel mit ihrem feinen Sonntagskleid bis zum Hals in der Jauche gestanden und laut gekreischt hatte. Das zahle ich dir heim, Madeline. Das zahle ich dir heim. Und das tat sie dann ja auch, sagte Großtante Maddie, mehr als einmal. Aber die Geschichte hören wir ein anderes Mal, sagte meine Mama energisch. Die Kinder müssen ins Bett. Morgen ist Schule. Da seufzten wir alle und Großtante Maddie seufzte am lautesten. Freitag war Pfannkuchentag. Da ließ sich niemand das Essen in der Schulmensa entgehen, denn es war so ziemlich das einzige Gericht, das dort genießbar war.
Da ich wusste, dass Leslie für diese Pfannkuchen sterben würde, erlaubte ich nicht, dass sie bei mir im Klassenraum blieb, wo ich mit James verabredet war. »Geh essen«, sagte ich. »Ich wäre stinksauer, wenn du meinetwegen auf Pfannkuchen verzichten musst.« »Aber dann ist niemand hier, der Schmiere stehen kann. Außerdem möchte ich noch genauer hören, wie das gestern mit dir, Gideon und dem grünen Sofa war.« »Noch genauer kann ich es beim besten Willen nicht erzählen«, sagte ich. »Dann erzähl es einfach nochmal. Es ist so romantisch. Geh Pfannkuchen essen.« »Du musst ihn heute unbedingt nach seiner Handynummer fragen«, sagte Leslie. »Ich meine, das ist eine goldene Regel. Man küsst keinen Jungen, von dem man nicht mal die Telefonnummer hat.« »Leckere, knusprige Pfannkuchen mit Äpfeln«, sagte ich. »Aber Ximerius ist bei mir.« Ich zeigte auf die Fensterbank, wo Ximerius saß und gelangweilt auf dem spitzen Ende seines Schwanzes herumkaute. Leslie kapitulierte. »Also gut, aber lass dir heute etwas Sinnvolles beibringen. Das Herumgefuchtel mit Mrs. Counters Stock bringt keinem was. Und sollte dich dabei jemand beobachten, wirst du in die Klapsmühle eingeliefert. Denk daran.« »Jetzt geh endlich«, sagte ich und schob sie zur Tür hinaus, gerade als James eintrat. James freute sich, dass wir dieses Mal allein waren. »Die Sommersprossige macht mich immer nervös mit ihrem unhöflichen Dazwischengequatsche. Sie behandelt mich wie Luft.« »Das liegt daran, dass...« »Ach, vergiss es.« »Also, wie kann ich heute behilflich sein?« »Ich dachte, du könntest mir vielleicht beibringen, wie man auf einer Soiree im 18. Jahrhundert Hallo sagt.« »Hallo?« »Ja, hallo. Hi, guten Abend. Du weißt schon, wie man sich eben begrüßt, wenn man sich gegenübersteht. Und was man dabei tut. Hände schütteln, Handkuss, Verbeugung, Knicks, Durchlaucht, Erlaucht, Hoheit. Das ist alles so kompliziert. Und man kann so viel falsch machen.« James setzte eine hochnäsige Miene auf. »Nicht, wenn du tust, was ich dir sage. Als erstes bringe ich dir bei, wie eine Dame vor einem Herrn knickst, der den gleichen gesellschaftlichen Rang bekleidet wie sie.« »Super«, sagte Ximerius. »Die Frage ist aber doch, wie Gwendolyn überhaupt erkennen soll, was für einen gesellschaftlichen Rang ein Herr bekleidet.« James starrte ihn an. »Was ist das denn? Kusch, kusch, Mietekatze, verschwinde!« Ximerius seufzte ungläubig. »Wie war das?« »Ach, James«, sagte ich, »sieh doch bitte mal genau hin. Das ist Ximerius, mein Freund, der Wasserspeierdämmer. Ximerius, das ist James, ebenfalls ein Freund.« James schüttelte ein Taschentuch aus dem Ärmel und mir stieg der Geruch von Maiglöckchen in die Nase. »Was immer es ist, es soll weggehen. Es erinnert mich daran, dass ich mich gerade in einem schrecklichen Fiebertraum befinde. Ein Fiebertraum, in dem ich einem ungezogenen Mädchen Anstandsunterricht geben muss.« Ich seufzte. »James, das hier ist kein Traum. Wann verstehst du das denn endlich? Vor über 200 Jahren magst du vielleicht mal einen Fiebertraum gehabt haben, aber danach bist du, also du und Ximerius, ihr seid beide, ihr seid...« »Tot«, sagt Ximerius. »Wenn man das genau nimmt...« Er legte den Kopf auf die Seite. »Ist doch wahr. Was redest du denn so um den heißen Brei herum?« James wedelte mit seinem Taschentuch. »Ich will das nicht hören. Katzen können nicht sprechen.« »Sehe ich vielleicht aus wie eine Katze, du dummer Geist?« rief Ximerius. »Irgendwie schon«, sagte James, ohne hinzuschauen. »Bis auf die Ohren vielleicht, und die Hörner, und die Flügel, und den komischen Schwanz. Ah, wie ich diese Fieberfantasien verabscheue!« Ximerius pflanzte sich breitbeinig vor James auf. Sein Schwanz peitschte wütend um ihn herum. »Ich bin keine Fantasie, ich bin ein Dämon«, sagte er und spuckte vor Aufregung einen großen Schwall Wasser auf den Boden. »Ein mächtiger Dämon, beschworen von Magiern und Baumeistern im 11. Jahrhundert eurer Zeitrechnung, um in der Gestalt eines Wasserspeiers
den Turm einer Kirche zu bewachen, die es heute längst nicht mehr gibt. Als mein Sandsteinkörper vor vielen hundert Jahren zerstört wurde, blieb nur noch das hier von mir übrig. Sozusagen der Schatten meines alten Ichs. Für immer dazu verflucht, auf dieser Erde zu wandeln, bis sie auseinanderfällt. Was vermutlich noch ein paar Millionen Jahre dauern kann. La la la, ich höre nichts, sagte James. Du bist armselig, sagte Ximerius. Im Gegensatz zu dir habe ich keine andere Möglichkeit. Durch den Bannspruch des Magiers bin ich an dieses Dasein gebunden. Du aber könntest jederzeit dein jämmerliches Geisterleben aufgeben und dorthin gehen, wohin Menschen kommen, wenn sie gestorben sind. Ich bin aber nicht gestorben, du dumme Miezekatze, rief James. Ich bin lediglich krank und liege mit schrecklichen Fieberfantasien im Bett. Und wenn wir jetzt nicht auf der Stelle ein anderes Thema anschneiden, gehe ich wieder. Schon gut, sagte ich, während ich die Pfütze, die Ximerius hinterlassen hatte, mit dem Tafelschwamm aufzuwischen versuchte. Machen wir also weiter. Der Knicks vor dem gleichgestellten Herrn. Ximerius schüttelte den Kopf und flatterte über unsere Köpfe hinweg zur Tür. Also, ich stehe da mal schmiere. Zu peinlich, wenn dich hier jemand beim Knicksen erwischt. Die Mittagspause war nicht lang genug, um alle Kniffe zu lernen, die James mir beibringen wollte. Aber am Ende konnte ich auf drei verschiedene Arten und Weisen knicksen und mir die Hand küssen lassen. Eine Sitte, von der ich sehr froh war, dass sie heute in Vergessenheit geraten ist. Als meine Mitschüler zurückkamen, verabschiedete sich James mit einer Verbeugung und ich flüsterte ihm noch schnell ein Dankeschön zu. Und? Fragte Leslie. James hält Ximerius für eine komische Katze aus seiner Fieberfantasie, informierte ich sie. Ich kann daher nur hoffen, dass das, was er mir beigebracht hat, nicht auch vom Fieberfantasien verzerrt ist. Ansonsten würde ich jetzt, was ich mache, wenn ich dem Herzog von Devonshire vorgestellt werde. Oh gut, sagte Leslie. Und was machst du? Tief und ausdauernd knicksen, sagte Leslie. Fast so ausdauernd wie vor einem König, aber ausdauernder als vor einem Marquess oder einem Grafen. Es ist eigentlich ganz einfach. Ansonsten immer brav die Hand abknutschen lassen und dabei lächeln. Sieh einer an, dass James doch nochmal für was gut sein kann. Hätte ich nicht gedacht. Leslie blickte sich anerkennend um. Du wirst sie alle verblüffen im 18. Jahrhundert. Hoffen wir das mal, sagte ich. Aber den Rest des Unterrichts konnte nichts meine gute Laune trüben. Charlotte und die blöde Blusterlippe würden staunen, dass ich nun sogar den Unterschied zwischen Durchlaucht und Erlaucht kannte, obwohl sie alles versucht hatten, mir das so kompliziert wie nur mir irgend möglich zu erklären. Ich habe da übrigens eine Theorie zur Magie des Rahmen entwickelt, sagte Leslie nach Schulschluss auf dem Weg vom Klassenraum zu unseren Spinden. Die ist so einfach, dass noch keiner darauf gekommen ist. Wir treffen uns morgen Vormittag bei euch und ich bringe alles mit, was ich zusammengetragen habe. Wenn meine Mom nicht wieder einen Familienputztag geplant hat und Gummihandschuhe an alle verteilt. Quenny? Cynthia Dale schlug mir von hinten auf den Rücken. Kannst du dich noch an Regina Curtis erinnern? Die bis letztes Jahr mit meiner Schwester in einer Klasse ging? Die ist jetzt in einer Klinik für Magersüchtige. Willst du da auch landen? Nein, sagte ich verdutzt. Okay, dann isst das. Sofort. Cynthia warf mir ein Karamellbonbon zu. Ich fing es auf und wickelte gehorsam das Papier ab. Aber als ich mir das Bonbon in den Mund schieben wollte, fiel Cynthia mir in den Arm. Halt, du willst es also wirklich essen? Dann machst du überhaupt keine Diät? Nein, sagte ich wieder. Dann hat Charlotte gelogen. Sie hat behauptet, du kommst nicht zum Mittagessen, weil du so dürr werden willst, wie sie. Herr mit dem Bonbon. Du bist ja gar nicht magersüchtig gefährdet. Cynthia warf sich das Bonbon selber an den Mund. Hier, die Einladung zu meinem Geburtstag.
Es ist wieder eine Kostümparty und dieses Jahr ist das Motto, ist grün zu grün. Du darfst auch deinen Freund mitbringen. Weißt du, ich habe Charlotte das Gleiche gesagt. Mir ist egal, wer von euch beiden diesen Typen mitbringt. Hauptsache, er kommt auf meine Party. Sie spinnt, flüsterte Leslie mir zu. Das habe ich gehört, sagte Cynthia. Du darfst Max auch mitbringen, Leslie. Sim, wir sind schon seit einem halben Jahr nicht mehr zusammen. Oh, das ist jetzt blöd, sagte Cynthia. Es sind irgendwie dieses Mal zu wenig Jungs da. Entweder ihr bringt welche mit, oder ich muss ein paar Mädchen wieder ausladen. Aishani zum Beispiel. Aber die wird wahrscheinlich eh absagen, weil ihre Eltern keine gemischten Partys erlauben. Oh mein Gott, was ist denn das da? Kann mich mal einer kneifen? Das da war ein hochgewachsener Junge mit blonden, kurzgeschnittenen Haaren. Er stand vor dem Büro unseres Direktors zusammen mit Mr. Whitman und er kam mir seltsam bekannt vor. Autsch, kreischte Cynthia, denn Leslie hatte sie wunschgemäß gekniffen. Mr. Whitman und der Junge drehten sich zu uns um. Als mich der Blick aus grünen Augen unter dichten, dunklen Wimpern streifte, wusste ich sofort, wer der Fremde war. Himmel, jetzt sollte Leslie vielleicht auf mich kneifen. Das passt ja gut, sagte Mr. Whitman. Raphael, das sind drei Schülerinnen aus deiner Klasse. Cynthia Dale, Leslie Hay und Gwendolyn Shepard. Sagt Hallo zu Raphael Bertelin. Mädchen, er wird ab Montag in eure Klasse gehen. Hallo, murmelten Leslie und ich und Cynthia sagte, echt jetzt? Raphael grinste uns an, die Hände Leslie in seinen Hosentaschen versteckt. Er sah Gideon wirklich ziemlich ähnlich, auch wenn er ein bisschen jünger war. Seine Lippen waren voller und seine Haut hatte einen bronzefarbenen Ton, so als käme er gerade von einem vierwöchigen Karibikurlaub. Wahrscheinlich sahen die glücklichen Menschen da unten in Südfrankreich alle so aus. Warum wechselst du mitten im Schuljahr die Schule? Fragte Leslie. Hast du was ausgefressen? Raphaels Grinsen wurde breiter. Kommt darauf an, was du darunter verstehst, sagte er. Eigentlich bin ich hier, weil ich von Schule die Nase voll hatte. Aber aus irgendwelchen Gründen... Raphael ist aus Frankreich hergezogen. Fiel ihm Mr. Whitman ins Wort. Komm jetzt, Raphael, Direktor Gillis wartet. Bis Montag dann, sagte Raphael und ich hatte das Gefühl, dass er es ausschließlich zu Leslie sagte. Cynthia wartete, bis Mr. Whitman und Raphael in Direktor Gillis Büro verschwunden waren. Dann streckte sie beide Hände zur Decke und rief, danke, danke, lieber Gott, dass du meine Gebete erhört hast. Leslie stieß mir den Ellenbogen in die Rippen. Du siehst aus, als wäre dir gerade ein Bus über den Fuß gefahren. Warte, bis ich dir erzähle, wer das ist, flüsterte ich. Dann siehst du auch so aus.